Leute, keine Frage. Ein Passwortmanager ist heutzutage unerlässlich, um alle deine Anmeldedaten sicher aufzubewahren. Dennoch solltest du keinem Anbieter einfach so blind vertrauen. Worauf solltest du also bei der Auswahl der sichersten Passwortmanager 2023 achten? Zuallererst mal herzlich willkommen. Ich habe in letzter Zeit viele Optionen getestet und bin heute hier, um nur die besten Passwortmanager-Kandidaten inklusive aller Vor- und Nachteile vorzustellen und vor allem ganz klar festzustellen, ob sie denn tatsächlich ausreichenden Schutz bieten. Nachdem der LastPass-Passwortmanager ja bereits mehrfach geknackt wurde, zeigt sich, ein starkes Sicherheitsfundament ist alles. Aber wie passt das zu meinen sichersten Passwortmanagern für Deutschland? Tja, zunächst mal ist eine grundsolide Verschlüsselung enorm wichtig. Alle drei Empfehlungen, NordPass, RoboForm und Keeper, verfügen über hervorragende Verschlüsselungsmethoden, die praktisch nicht zu knacken sind. Doch NordPass geht hier sogar noch einen Schritt weiter und bietet eine etwas modernere Version. Wenn wir genauer hinsehen, müssen wir auch in die Vergangenheit bzw. besser gesagt auf den Ruf schauen. Jeder dieser Passwortmanager hat einen soliden Stand in der Branche, ohne dass es bisher zu Verstößen gekommen ist. Dennoch sind Audits eine weitere Möglichkeit, um immer wieder aufs Neue zu beweisen, dass die von dir verwendeten Anwendungen wirklich sicher sind. In diesem Fall verfolgt jeder Anbieter einen ganz anderen Ansatz. RoboForm ist in Bezug auf Audits nicht sehr transparent, verfügt aber über eine SOC 2 Zertifizierung, was schon auch was wert ist. Keeper und NordPass zeichnen sich hier aber besser aus, denn beide haben mehrere unabhängige Audits und sogar Bug-Bounty-Programme, bei denen man nach Schwachstellen suchen kann. Was gut zu den Audits passt, ist eine Zero-Knowledge-Architektur. Das bedeutet, dass deine Daten auf deinem Gerät verschlüsselt werden und erst dann auf die Server des Anbieters gelangen. Im Grunde könnte niemand, nicht einmal die Mitarbeiter eines Zero-Knowledge-Unternehmens, deine Passwörter einsehen. Und, sehr schön, alle meine heutigen Empfehlungen stellen sich dieser Herausforderung. Zu guter Letzt die Authentifizierungsmethoden, das heißt die Art und Weise, wie du auf deine Tresore zugreifen kannst. Da gibt es einmal das starke Masterpasswort und zusätzlich haben alle Anbieter die Standard 2FA, also Zwei-Faktor-Authentifizierungsoption. Bei allen drei Anbietern kannst du, je nach Gerät, auch biometrische Daten verwenden. Obwohl RoboForm YubiKey nicht unterstützt, verfügt auch dieser Anbieter über eine ordentliche Anzahl von Authentifizierungsoptionen. In diesem Passwortmanager-Vergleich hebt sich NordPass, auch wenn alle Anbieter die Must-Haves bieten und sichere Optionen sind, in puncto Sicherheit und moderner Verschlüsselung etwas ab. Auch Keeper ist extrem sicher und auch RoboForm, auch wenn hier ein paar Teile des Puzzles fehlen, verfügt es über eine seltene TOTP-Funktion und einen ausgezeichneten Ruf. Darüber hinaus, wo Nutzen und Sicherheit in diesem sichersten Passwortmanager-Vergleich überprüft werden muss, ist natürlich bei den Sicherheitsfunktionen. Angefangen bei NordPass gibt es den seltenen Dateispeicher, der bei den Konkurrenten in der Regel entweder ganz fehlt oder nur bei Familien- oder Geschäftskonten angeboten wird. Außerdem gibt es einen Scanner für Datenschutzverletzungen und meinen Favoriten, den Password Health Checker. Das ist quasi eine wirklich bequeme Möglichkeit, alle Passwort-Schwachstellen auf einen Blick zu sehen. Einfach mal einen Blick drauf werfen. Es gibt hier dann sogar Ratschläge, was aktualisiert werden sollte oder wo Passwörter wiederverwendet wurden. Definitiv interessant und absolut hilfreich. Obwohl NordPass nicht super viele einzigartige Funktionen hat, bietet es alles, was man braucht, um sicher zu sein. Und außerdem ist alles schön leicht zu finden und zu benutzen. Ein Anbieter, der genau das Gegenteil tut, ist Keeper. Denn abgesehen von den Dingen, die er mit NordPass teilt, gibt es hier auch einige seltene Zusatzfunktionen. Die Selbstzerstörung ist da wahrscheinlich eine der cooleren Funktionen. Diese Funktion löscht alle lokal gespeicherten Passwörter nach 5 fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen, sofern sie aktiviert ist. Und dann gibt es da noch den Papierkorb, was bedeutet, dass ich alle gelöschten Elemente wiederherstellen kann. Kein anderer Passwortmanager für Deutschland bietet diese Funktion derzeit an. Zudem gibt es weitere Funktionen, für die man dann aber extra bezahlen muss, wie zum Beispiel die Messaging-App. Das läuft so ähnlich wie bei WhatsApp, verschlüsselt aber alles souverän und sicher. Es ist also klar zu sehen, dass Keeper hier überall einen draufsetzt. Trotzdem ist es vielleicht nicht ganz so schnell und einfach zu bedienen wie NordPass und einige Funktionen, die NordPass in seinem Standardtarif anbietet, gibt es bei Keeper nur als extra.
Aber gut, warum eigentlich nicht Roboform in Deutschland verwenden? Naja, auch sie haben einen Generator, eine Passwortbewertung und eine Überwachung des Dark Web. Ein seltener Zusatz ist hier aber, dass du dein Roboform-Konto als TOTP-Authentifikator verwenden kannst, was andere Apps überflüssig macht und den Anmeldeprozess bei verschiedenen Konten beschleunigt. Auch die Webformulare zum Ausfüllen sind etwas, das mir viel Zeit spart und eine gute Ergänzung zu jedem Passwortmanager ist. Dabei gibt es verschiedene Templates, also Vorlagen. Ich wähle einfach die gewünschte aus, gebe dann meine persönlichen Daten ein und speichere sie. Das macht das automatische Ausfüllen von Informationen dann weniger mühsam und speichert sie an einem sicheren Ort. Also, ich habe jetzt inzwischen ja schon einiges erwähnt und wenn du jetzt bereits weißt, bei welchem Anbieter du alle Funktionen und den Schutz, den du brauchst, findest, dann schau doch einfach direkt mal unten in die Videobeschreibung, denn dort findest du immer die aktuellsten Rabattlinks. Okay. Du bist immer noch hier? Na gut, dann will ich noch ein bisschen was über die Benutzerfreundlichkeit erzählen. Die meisten alltäglichen Dinge und Aufgaben sind bei jedem Anbieter recht easy zu erledigen. Angenommen, du möchtest zum Beispiel ein Passwort freigeben, dann gehst du bei NordPass einfach hier hin, fügst eine E-Mail-Adresse hinzu und änderst die Berechtigungen. Und ja, ich würde sagen, das funktioniert nirgendwo so schön einfach wie bei NordPass. Mit Keeper ist der Prozess auch nicht viel anders, aber du hast viel mehr Anpassungsmöglichkeiten. Hier kannst du beispielsweise eine einmalige Freigabe erstellen, das Ablaufdatum ändern und sogar festlegen, wie die Freigabe erfolgen soll, was überraschenderweise auch via AirDrop und einen QR-Code funktioniert. Roboform schließlich verfügt über einen ziemlichen Standardprozess, wobei die Benutzeroberfläche manchmal irgendwie recht veraltet wirkt. Für mich irgendwie so ein bisschen 90er-Jahres-Style, wenn du weißt, was ich meine. Das Speichern von Passwörtern ist auch hier ein recht einfacher Prozess, aber wenn man etwas genauer hinsieht, gibt es dann doch ein paar Unterschiede. NordPass hat zum Beispiel wirklich praktische Ordner, die ich umbenennen, anpassen oder sogar neue erstellen kann. Und mit dem Generator kann ich die wichtigen Dinge ändern, aber auch Passwortphrasen erstellen, die ich mir bei Bedarf leichter merken kann. Mir gefällt außerdem sehr gut, dass ich all dies auch geräteübergreifend tun kann. Mit Keeper kann ich ebenfalls Passwörter mit bis zu 100 Zeichen erstellen und es ist ein großer Vorteil, dass ich die meisten Aktivitäten sowohl auf dem Handy als auch auf dem PC durchführen kann. Bedenke hier nur, dass das Importieren und Exportieren nicht auf allen Geräten möglich ist. Und zu guter Letzt beeindruckt Roboform, weil ich hier Passwörter mit bis zu 512 Zeichen erstellen kann. Wow. Auch sie sind über die wichtigsten Betriebssysteme zugänglich, aber ich muss sagen, wenn du eher der Mobile-User bist, dann haben die Apps ein viel moderneres Design als die Desktop-Gegenstücke und sind wohl auch einfacher in der Handhabung. Na gut, und welchen würde ich jetzt am liebsten alltäglich benutzen? Was die Benutzerfreundlichkeit betrifft, so hat NordPass auf allen Plattformen die Nase vorn. Keeper hat viel zu bieten, aber für Anfänger könnte es ein bisschen überfordernd wirken. Roboform bietet gute Funktionen, wenn man über das veraltete Design hinwegsehen kann und es einem nichts ausmacht, sich in einem Meer von Einträgen zu verlieren. Aber wie viel kostet mich der ganze Spaß eigentlich? Ja, zunächst mal hat NordPass einen kostenlosen Tarif. Wie immer gibt es dabei aber natürlich auch gehörige Nachteile. Der größte ist, dass man nicht geräteübergreifend eingeloggt bleiben kann und man eigentlich nur Passwörter und Autofill-Einträge speichern kann. Der Premium-Tarif ist trotzdem aber erschwinglich. Die längsten Monate liegen bei knapp über 1,50 Euro pro Monat. Das ist der günstigste auf meiner gesamten Liste für Ein- und Zweijahrestarife in diesem Fall. Außerdem ist das wirklich preiswert, wenn man bedenkt, dass er zweifelsohne zu den Top-Passwortmanagern 2023 gehört. Und wie steht's um die beiden anderen? Naja, Roboform hat auch einen kostenlosen Tarif am Start, aber auch hier gibt es Einschränkungen. Du bekommst keinen Live-Chat, es sei denn, du bist ein Premium-Nutzer, auch keine 2FA, keinen Webzugang oder etwa die Möglichkeit, Passwörter zu teilen. Wenn du also etwas Sinnvolles an Land ziehen möchtest, solltest du dich für 1, 3 oder gleich 5 Jahre binden. Der längste Tarif kostet etwa 7,50 Euro pro Monat, immer noch recht happig. Keeper? Naja, auch hier gibt es eine begrenzte kostenlose Version für ein einziges Gerät, aber das Premium-Gegenstück ist dafür recht erschwinglich. Für das Jahresabo zahlst du etwa 3,50 pro Monat und selbst das Familienabo für ein Jahr kostet pro Monat etwa genauso viel wie das 5-Jahres-Abo von Roboform, also jeweils monatlich. Aber Moment mal, was ist eigentlich mit Bitwarden? Naja, das ist Open Source und wir wissen, dass das eine echte Seltenheit ist. Ihre Verschlüsselung ist ein guter Standard, sie haben mehrere Audits durchlaufen und in puncto Sicherheit kann man mit Fug und Recht behaupten, dass sie absolut erstklassig sind. Dennoch könnte der Datenschutz für einige ein Problem darstellen, dank einer Five Eyes Gerichtsbarkeit. Trotzdem finde ich, dass Bitwarden
nicht so durchdacht ist wie andere. Es gibt zum Beispiel keinen Code zur Wiederherstellung des Kontos, sondern nur einen Notfallzugang. Im Gegensatz zu Anbietern wie NordPass bedeutet dies, dass du bei Verlust deines Masterpasswortes ein komplett neues Konto erstellen oder deinen Vertrauenskontakt kontaktieren musst. Auch das Importieren von Logins kann schwierig sein, denn das müsste man manuell machen. Und mein größter Kritikpunkt, selbst als Premium-Nutzer kann man Passwörter nur mit einer einzigen anderen Person teilen. Um diese Zahl auf 6 zu erhöhen, muss man sich für den Familientarif entscheiden. Klar, es ist immer noch eine sichere Option, kein Zweifel, aber aktuell eben nicht in meiner Top-3-Liste. Na schön, ihr Lieben, abonniert gerne den Kanal, um weitere Updates zu diesem Thema und weitere Informationen zu den sichersten Passwortmanagern zu erhalten. Danke, wir freuen uns. Alright, was nehmen wir mit aus diesem Bester Passwortmanager 2023 Video? Für eigentlich jede Website oder Plattform, die du da draußen im World Wide Web besuchst, musst du ja heutzutage nun mal ein Konto anlegen. Stelle daher unbedingt sicher, dass du einen zuverlässigen Passwortmanager wählst, der dir dabei hilft. Alle meine 3 Top-Empfehlungen arbeiten sicher, aber NordPass bietet viele Vorteile in Bezug auf Sicherheit und Funktionalität, während Keeper ein tolles Angebot hat, was seltene bzw. einzigartige Funktionen angeht. Aber jetzt Frage an dich: Welcher ist der sicherste Passwortmanager, den du ausprobiert hast? Ich freue mich auf Kommentare, sage danke fürs Zuschauen, freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, tschüss und bis bald.